Hallo Leute, ich freue mich, euch wieder zu unserer Serie der Denkfehler begrüßen zu dürfen und heute mit einem Thema, das wirklich alle Menschen betrifft und das ist die Selbstüberschätzung. Die Selbstüberschätzung ist etwas, was wir einfach aus Naivität machen. Das ist in uns drinnen. Am Ende des Videos bekommt ihr natürlich von mir wieder auch Lösungen. Wie komme ich da raus? Wie kann ich das ein bisschen einschätzen, ob ich jetzt gerade in der Selbstüberschätzung bin oder ob das wirklich real ist, was ich gerade denke? Was ist eigentlich diese Definition der Selbstüberschätzung? Und das kann man ganz leicht auf den Punkt bringen. Es ist der Unterschied zwischen dem, was ich wirklich weiß und dem, was ich denke zu wissen. Okay, jetzt kann man das natürlich auch noch einmal ausschmücken. Naja, was weiß ich denn wirklich? Denn ich denke ja, was ich weiß. Woher denke ich nur, dass ich es weiß? Also ich hoffe, ihr könnt mir hier folgen. Es ist wichtig, dass ihr mir hier folgen könnt, denn das passiert uns täglich. Was wir wirklich wissen, ist das, was wir wirklich hieb- und stichfest auch beweisen könnten. Das heißt, das kann ich nachschlagen. Das ist etwas, wo ich sage, das habe ich bereits mehrmals erlebt. Und auch hier, es ist ein Update für das, was ich schon erlebt habe. Es muss mir auch klar sein, so wie ich es damals gemacht habe, wird es nie mehr sein. Denn in der Zwischenzeit habe ich auch durch diesen Vorfall, wie ich es erlebt habe, dazugelernt. Also, das ist ganz wichtig. Wenn wir etwas erleben, lernen wir aus der Situation und für die Zukunft werden wir uns besser gerüstet einstellen können auf wieder eine ähnliche Situation. Das ist das, was wir wirklich wissen. Das ist das, was wir tatsächlich erlebt haben, beziehungsweise auch wirklich von kompetenten Menschen gehört haben. Der Unterschied zu dem, was wir denken zu wissen, ist, wenn wir eine Schätzung abgeben, Prognosen. Jede Prognose ist, auch wenn sie einmal zutrifft, einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Eine Wirtschaftsprognose. Nehmen wir mal die Situation, die wir jetzt haben hier. Jeder, der vor der Zeit Corona expandiert hat, hat dann, wenn er nicht die richtige Branche erwischt hat, wie Masken oder ähnliches, hat dann natürlich ein Problem. So, mit dem konnte niemand rechnen. Eine Prognose in die Richtung wäre immer falsch gelegen. Wetterprognosen. Jeder, der wirklich ein Wetter vorhersagt, sagt, wenn du wirklich wissen möchtest, wie das Wetter ist, sieh jetzt raus, dann weißt du, wie das Wetter ist. Und es ist egal, in welcher Prognose, hierzu mache ich dann noch einmal ein eigenes Video über Prognosen, wie man da wiederum rauskommt, darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern um die Selbstüberschätzung. Aber Selbstüberschätzung sind Prognosen, wo wir, ohne zu wissen, was wir tatsächlich über diese Sache wissen, in eine Situation reingehen und sagen, das ist so. Da kann man sagen, da wurden Tests gemacht, wie zum Beispiel, wie viel Kerosinverbrauch hat ein Airbus. So, wir haben keine Ahnung, aber wir schätzen halt mal. Oder wie lange brauche ich zu Fuß von Salzburg nach Wien oder von München nach Düsseldorf, egal was ihr hier einsetzt. Das könnt ihr nur schätzen, aber es sind einfach nur Schätzungen. Und wenn ich hier eine Zahl einsetze mit irgendeiner Zeit, ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde, aber ich schätze es. Und das fällt bereits unter Selbstüberschätzung. Wenn wir diese Selbstüberschätzung wirklich für uns selbst mal klar definiert haben, dann wissen wir auch, okay, in dem Bereich fehlt mir Information. Und jetzt kommen wir bereits schon in die Richtung, wie komme ich da raus? Je mehr Information ich über eine bestimmte Sache habe, umso weniger Selbstüberschätzung fällt da rein, weil ich die Informationen abgleichen kann. Und wenn ich die Informationen abgleiche, dann bin ich im tatsächlichen Wissen über diese Sache. Ich denke, es wird immer klarer. Selbstüberschätzung bedeutet, ich gehe da rein und tatsächlich weiß ich gar nichts darüber. Je mehr ich darüber weiß, umso weniger Selbstüberschätzung ist, weil ich ja mein Wissen nicht mehr überschätze. Das Ganze kann man natürlich auch weiter verfolgen im Sinne von Reiten. Es sind ja hauptsächlich Reiter bei mir, meinen Kanälen. Wenn ich heute sage, ich kaufe mir ein Pferd und das bekomme ich schon hin. Ein Pferd, das schwierig ist, ein Problempferd, ein junges Pferd, was auch sehr viele machen, dann muss mir klar sein, ich verfalle der Selbstüberschätzung.
Denn ich gehe von etwas aus, was ich noch gar nicht kann. Wie soll ich etwas hinbekommen, wenn ich es nicht kann? Wie soll ich etwas ausbilden, ein Pferd ausbilden, wenn ich gar nicht weiß, wie das geht? Also hier auch wiederum die Selbstüberschätzung. Wenn ich eine lernen möchte, im Sinne von, und das ist jetzt rauskommen aus der Selbstüberschätzung, was möchte ich wirklich machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel lernen möchte, dann brauche ich ein Pferd, das es bereits kann, denn dann kann ich Wissen aufbauen, tatsächliches Wissen. Wenn ich das mache, dann reagiert mein Pferd so. Und ich habe auch den Erfolg von dem, was ich wirklich umsetzen möchte. Zum Beispiel angaloppieren, zum Beispiel eine Haltparade. Wenn ich da jetzt merke, okay, das Pferd bleibt nicht stehen und ich lasse mir nur irgendetwas einfallen, damit das Pferd irgendwie stehen bleibt, dann muss man klar sein, dass das Pferd nicht wirklich korrekt stehen bleibt. Das Halten geritten ist dann im Endeffekt einfach nur ein Stehenbleiben. Das Angaloppieren, wenn das Pferd irgendwie losgaloppiert, ja, es galoppiert, keine Frage, aber von korrekt vielleicht weit weg. Also auch hier, wenn ihr ein Problempferd habt, dann überlegen, was möchtet ihr wirklich machen? Habt ihr das Pferd, weil ihr an sich grundsätzlich ein Pferd habt zum Reiten, plötzlich habt ihr ein Problempferd und ihr arbeitet nur mehr an den Problemen. Wie kann ich Probleme lösen? Ihr seid nicht mehr am Reiten, ihr seid nur mehr in den Problemen. Auch hier, möchte ich Turnier reiten, dann habe ich einen Sauerkocher, weil ja das Pferd einfach abgedreht ist, weil der nicht springen möchte, zum Beispiel ein Springpferd. Und ich sage, ja, aber diese Qualität und das muss ich doch und dann mache ich doch. Und damit verliere ich extrem Zeit. Wenn ich hier den Wert, naja, dass ich liebe mein Pferd und mein Pferd steht im Vordergrund, super, dann bleibt beim Pferd. Aber hakt das Turnierreiten im Springreiten ab. Alles gut. Die Selbstüberschätzung, wieder zurückkommen, bedeutet ja, ich bekomme etwas hin, wo ich noch kein Wissen dazu habe. Ich überschätze mich selbst, weil ich noch kein Können dazu habe. Also hier setzen wir alles ein, wo wir noch nicht wirklich etwas dazu haben, jedoch davon ausgehen, wir können das. Deshalb auch das Beispiel mit den Prognosen. Wir haben keine Ahnung, wie die Zukunft wird, aber wir sagen, das wird so. Wir können nur davon ausgehen, dass es so wird. Und dann kann ich sagen, okay, ich bleibe aber flexibel und wenn es mal nicht so läuft, dann halte ich das auch mal durch. Ich bleibe der Fels in der Brandung. Ich bin stark genug, dass ich das mache und werde auch aus dieser Situation etwas machen. Dann ist es ganz ein anderes Thema, eine andere Herangehensweise als eine einfache Selbstüberschätzung, wo ich für mich selbst sage, ich kann das, ich mache das, obwohl ich keinen Tau habe, wovon ich da eigentlich rede. Noch ein kurzer Ende-Denkanstoß. Es gibt keine Unterschätzung, Selbstunterschätzung. Eine Minderschätzung ist etwas anderes, aber ein Selbstunterschätzen gibt es nicht. Denn wenn wir in die Zukunft denken, haben wir ein Bild von der Zukunft. Das heißt, dieses Abgleichen von dem, was wir wirklich wissen, zu dem, was wir denken zu wissen, das geht nicht ins Minus. Entweder wir sagen, ich weiß es nicht, dann weiß ich es nicht, aber aus, dann war es das schon. Ja? Ein ich weiß es, aber ich sage jetzt, ich weiß es nicht, ist nur einfach, ich sage, ich weiß es nicht. Also, ich hoffe, das ist verständlich. Es gibt kein Gegenteil zur Selbstüberschätzung. Das nächste ist, spreche ich gegen mich, bei Männern ist die Selbstüberschätzung viel höher als bei Frauen. Frauen machen das weniger oft. Und ein ganz wichtiger Faktor, selbst Pessimisten, die sich anerkennen als Pessimisten, haben die Selbstüberschätzung. Denn denkt daran, immer wenn ihr vorausdenkt und euch einen Plan von etwas macht und ihr habt keine Ahnung, ihr denkt nur, dass es so wird und das wird gut gehen, fällt bereits unter Selbstüberschätzung. In diesem Sinne viel Spaß beim Überlegen, Nachdenken und denkt auch daran, beim nächsten Mal, wenn ihr mit Reitern zusammensteht, die sagen, das ist so und das muss so sein, ich weiß, das ist so. All diese Sätze, ich, ist immer eine Selbstüberschätzung. Viel Spaß beim Nachdenken.